Herzlich willkommen in Spalt. Ich möchte Ihnen kurz den ersten Vorsitzenden des Heimatvereins Spalter Land vorstellen, Hans Rosenbauer. Und ich darf Ihnen den Vorstand der Einsatzfreunde von Spalt vorstellen, den Dr. Wilhelm Wechsler. Durch die besonderen Umstände ist unsere Vereinsarbeit praktisch zum Erliegen gekommen. Jedoch in unseren Köpfen arbeitet es weiter. Viele Veranstaltungen, Sitzungen, Führungen müssen storniert werden. Leider auch die 4 Stadtführungen von unserem Spalatin-Kenner Martin Burgert. Deswegen wollen wir versuchen, Sie auf digitalen Weg an diesen Stadtführungen teilhaben zu lassen und möchten Ihnen auch die historische Figur des Georg Spalatin näher bringen. Ja, ich möchte kurz ein paar Worte zur Geschichte dieses Denkmals aufzeigen. Vor 10 Jahren hat die Stadt Spalt ihre 1200-Jahr-Feier zelebriert und alle Vereine haben sich eingebracht, irgendwas zur Änderung des Stadtbilds, zur Verschönerung zu machen. Der Heimatverein Spalt hat sich gedacht, wir wollen dem berühmtesten Spalter ein Standbild setzen. Das ist am Anfang auf etwas geteilte Meinung gestoßen, weil doch der evangelische Christ Spalatin in das katholische Weltbild nicht so ganz reingepasst hat. Und es hat einige Überzeugungsarbeit geleistet. Man kann sich vorstellen, ein Reformator in der Mauer der katholischen Kirche, das kann ein bisschen Reibereien geben, aber inzwischen sind wir so weit, dass jeder Spalter ihn als einen von uns betrachtet und er praktisch dazugehört. Und deshalb möchte ich auch nochmal besonders die Frau Reimann hervorheben, die die Idee hatte, den Spalatin in die Kirchenmauer zu stellen und ihn rausgehen lässt. Und er hinterlässt hier eine bleibende Lücke und das wollten wir aufzeigen. Der Unterschied katholisch-evangelisch ist Gott sei Dank inzwischen etwas abgemindert. Man könnte sich daraus für alle großen Religionen vorstellen, dass man etwas tolerant aufeinander zugeht. Es hat hier die katholische Kirche jedenfalls einen schönen Schritt gemacht zum allgemeinen Verständnis und unser Spalatin hat dadurch auch profitiert und ist wesentlich bekannter geworden, als er vorher war. Denkmal, Denkmal, das ist wirklich ein echtes Denkmal. Viel mehr ein Denkmal, wo man drüber nachdenken kann, als zum Beispiel, wenn der Kaiser Wilhelm auf einem riesigen Ross thront, der uns eigentlich nichts gebracht hat, nur die schlechtesten Dinge in unserer Geschichte. Dieses Denkmal zeigt hier was ganz Besonderes. Es geht jemand durch die Wand, durch die Mauer. Und die Mauer ist in den Köpfen. Und die Mauer ist immer wieder in den Köpfen. Immer wieder, auch jetzt in Corona-Zeiten. Jetzt gibt es Fantasien irrsinnigster Art. Die sind Mauern, da muss man durchgehen. Das sind in den Köpfen. Dann gibt es neuen Antisemitismus, neue Fremdenhass. Alles Mögliche gibt es in diesen Zeiten der Corona-Zeit und der Corona-Krise. Und da muss man die Mauer durchbrechen. Ja, yeah, das ist ein ganz tolle Sache. Und hier bei diesem Denkmal war es so, die Mauer, die hier durchbrochen wird, das war eine totalitäre, extrem totalitäre Kirche vor der Reformation. Die musste durchbrochen werden, sonst wäre man in der Enge gestorben. Ich möchte aber, bevor ich auf den Spalatin komme, das ist mein Spalatin, ich nenne mich auch als Spalatin, weil ich ein kleiner Spalter bin. Bevor ich auf ihn komme, möchte ich ein bisschen was zur Stadt sagen. Spalt ist alt, sehr alt sogar. Und zwar war Spalt eines der Urklöster, die die Franken in ihrem neuen Gebiet hier in Franken, wir sind ja in Mittelfranken, errichtet haben. Und zwar war hier ein Kloster. Das wurde schon vor 800, also vor dem Karl dem Großen, wurde das gegründet und es wurde dann später in ein Chorherrenstift verwandelt, weil es eine Krise in den Klöstern gab. Das ganze Spalt ist bis zur Säkularisation nur verständlich über die beiden Chorherrenstifte. Das war das erste Chorherrenstift, Emmeramstift. Das war von Regensburg gemacht und hier ist das Nikolausstift. Das wurde gestiftet von dem Konrad, einem Hohenzollern, der sich damit nicht beliebt gemacht hat
bei seinen Familienmitgliedern. Ich werde das nachher noch zeigen bei dem Stifterbild. Spalt hat dann nach der Säkularisation eine völlig andere Geschichte genommen. Auf einmal wurde es zur großen Hopfenstadt und in der ganzen Welt berühmt. Der Spalter Hopfen ist ganz berühmt in Amerika überall, wenn Sie mit einem amerikanischen Bierfreund sprechen und Spalt nennen, dass Sie in Spalt wohnen, meint er, Sie wohnen in einer Hopfensorte. So bekannt ist Spalt dort. Es hat in Spalt fast 800 Jahre lang die Geistlichen gegeben. Und dann gab es nur noch Bauern, Hopfenbauern. Jeder hat sein Hopfenfeld, hier sagt man Hopfengärtler, gehabt. Jetzt schlüpfe ich in die Rolle des Spaladin. Natürlich gehört hier ein Talar dazu, den ich in meinem Schrank noch habe aus meiner Berufszeit. Und hier habe ich einen weißen Schal, das gehört dazu. Dann gehört auch ein Buch dazu. Und dann werde ich mich als Spaladin bei Ihnen vorstellen, mein Leben. Jetzt kommt noch die Spaladin-Mütze, auch ganz wichtig. Und dann geht es los. Dann bin ich der Georg Spaladin und spreche aus meinem Leben. Jetzt gehe ich zu meinem großen Vorbild und mit meinem Buch und beginne. Ich wurde vor 500 Jahren, sogar ein bisschen länger, vor 516 Jahren geboren, und zwar hier in Spalt. Mein Problem war, ich war ein uneheliches Kind. Uneheliche Kinder waren damals die Kinder der Sünde und hatten keine Chance, wenn sie nicht zufällig vom Kaiser oder vom Kurfürsten gezeugt worden waren. Ich hatte das große Glück, meine Altersgenossen, die auch unehelich geboren waren, die konnten nicht lesen, schreiben, lernen, die mussten die untersten Dienste machen. Ich hatte Glück, denn bei mir wurde einer, nämlich wahrscheinlich auch mein Vater, der das aber alles vertuschen musste, weil er ja Priester war und eigentlich keinen Sohn haben durfte. Bei mir war alles anders. In Spalt gab es damals bei der Nikolauskirche, also beim Nikolaus-Chorherrnstift, eine Schule und sogar einen Lateinlehrer. Und da wurde ich hingeschickt als uneheliches Kind. Und ich konnte richtig schreiben und lesen lernen. Ich konnte vor allem gut Latein lernen. Und als ich 14 Jahre alt war, war ich wirklich schon wesentlich besser als mein Lateinlehrer. Und da hat man mich nach Nürnberg geschickt und auf die Universität geschickt. Und bezahlt hat man alles für mich auf der Universität in Erfurt. Und dort habe ich den Luther kennengelernt. Der hat nämlich mit mir Jura studiert. Es gab ganz wenige, die dort studiert haben. Der war in der gleichen Vorlesung wie ich. Auf einmal war der Luther weg. Der Luther war nur 3 Monate älter als ich. Auf einmal war er weg. Warum? Weil der nämlich ins Kloster ging. Der war vorher ein lustiger Mensch, aber wir kannten uns. Und später, als sich dann der Fürstenerzieher vom Kurfürsten Friedrich dem Weisen in Sachsen wurde, da habe ich ihn wieder kennengelernt und richtig als Freund. Und es war der Freund meines Lebens, der Martin Luther. Und dadurch bin ich auch zur Reformation gekommen und konnte auch die Reformation von oben oder von der Seite aus begleiten, konnte den Luther schützen. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich heute noch bekannt bin. Und genau vor 500 Jahren, 1520, war meine große Zeit. Da war der Luther in Worms und ich habe das organisiert. Und der Luther durfte in Worms sprechen vor Kaiser und Reich. Und danach war er in Acht und Bann und wäre natürlich von neben umgebracht worden, der ihn erwischt hätte, weil der Geld dafür bekommen hätte. Und ich habe es dann fertiggebracht, ihn auf die Wartburg zu bringen und aus der Welt zu schaffen. Wenn ich nicht gewesen wäre, dann wäre der Luther mit 99%iger Sicherheit auf dem Scheiterhaufen geendet. Es hätte vielleicht eine andere Reformation gegeben, aber diese Geschichte, die habe ich beeinflusst. Wir sind hier in der Nikolauskirche. Die hat natürlich ganz anders ausgesehen als der Spaladin, da jeden Tag die Messe besucht hat, die wahrscheinlich sein mutmaßlicher Vater, der Dekan Dr. Ferber, gehalten hat.
Diese Kirche war damals eine gotische Hallenkirche. Aber in der Barockzeit hat man gedacht, wahnsinnig altmodisch, müssen wir ändern. Und so viel Geld hatten sie auch nicht. Und da mussten sie Geld sammeln. Und drei Chorherren haben das zusammengeraffte Geld ihres Lebens für eine Änderung bezahlt. Und man hat in den Formen der gotischen Kirche eine Rokoko-Kirche gebaut, die wunderbar ausgestattet ist mit Nikolaus-Bildern. Also dann sieht man hier noch das Stifterbild und da möchte ich was dazu sagen. Hier sieht man das Stifterbild. Das stammt etwa von 1300, ein bisschen vorher, will sie nicht belästigen mit Zahlen. Und da sieht man hier den geliehenen Konrad, der war Burggraf von Nürnberg, aber einer von den Brüdern, der nicht geachtet war, und der gibt hier sein Geld, er stiftet diese Kirche und stiftet dieses Chorherrnstift und lässt sich dann auch hier beerdigen mitsamt seiner Gemahlin. Schauen Sie da oben, das Wappen, das sehen Sie überall hier, das sind die Hohenzollern, das waren die Markgrafen später. Und hier sieht man links das Wappen von seiner Frau, das sind die Hohenlohe, auch hier ganz berühmt. Diese Zeit war ziemlich bewegt. Konrad hat den Beinamen der Fromme, aber er ist eigentlich in der Geschichte vollständig unbekannt. Und die Hohenzollern, die hassen den Berat geradezu, weil er nämlich das Besitztum, also das Erbgut, das er bekommen hat, alles der Kirche geschenkt oder ganz billig verkauft hat, nämlich dem Bischof von Eichstätt, dem Fürstbischof von Bamberg und seine Söhne, das konnten Sie an dem Bild sehen, sind alles Mönche geworden, das heißt Deutschherrenritter. Und dann ließ sich der Konrad der Frommen auch hier begraben mit seiner Frau. Und das Einzige, was man hier noch sieht, ist das Seelenloch vielleicht oder es ist sonst irgendwas. Man sieht nichts mehr. Die Knochen wurden in ein Kästchen gegeben und irgendwo versteckt, kein Mensch weiß mehr. Er wollte aber die Stiftung deswegen, weil die Chorherren täglich für ihn im Fegefeuer oder wo er auch immer war, nach seinem Tod, dass die beten sollten für ihn. Heute betet wahrscheinlich kein Mensch mehr für den Stifter dieser Kirche und dieses Chorherrnstiftes. Wir stehen hier vor dem Spaladin-Geburtshaus. Das ist natürlich nicht das Haus, was es früher war. Das ist x-mal umgebaut worden. Ich habe vorhin auch nicht richtig gesagt, dass der Spaladinus sich nach Spalt genannt hat, als kleiner Spalter, denn er hieß Burkhard, genau wie ich. Und das kann man nicht übersetzen ins Lateinische. Alles wurde damals ins Lateinische übersetzt. Der Arzt Medicus und der Bauer Agricola. Und wenn man das nicht übersetzen konnte, hat man einfach seine Stadt genommen, nämlich Spalt, Spaladinus. Dieses Haus wurde bewohnt von einem, steht hier, Martin Wild, Dechant des Unierten Kollegiate 1621. Und man kam auf die Idee, dessen Papiere sich anzusehen, und da steht in einem Kalender drin, ich baue jetzt das Haus um, in dem Spaladin geboren wurde. Und damit ist man dazu gekommen, dass man sagt, ja, das ist Spaladins Geburtshaus. Ob das stimmt, ist die andere Frage. Jetzt schauen wir mal hier rein und da sehen wir die Prachtseite der Spalter. Ein prächtiges Hopfenhaus, wie hinter diesen Fensterläden wohnt nicht das Grauen, da ist nämlich gar nichts dahinter, da wurden nämlich früher die Hopfen getrocknet, der Hopfen getrocknet, hat man die aufgemacht, Luft reingelassen. Und da hinten grün sieht man eine Hopfendarre, die wurde erst um 1900 erfunden, da waren diese vielen Hopfenböden überflüssig und da hat man dann bis angeheizt, da den Hopfen durchpassieren lassen. Das nur zu Spalt. Ja, wir stehen hier vor der Spaladin-Madonna, eine ganz besondere spätgotische Figur, die in den Hohl ist und die der Spaladin seine Heimat gestiftet hat.
Und zwar ist da folgende Geschichte mit verbunden. Spaladin war nur einmal als erwachsener Mensch nachweisbar in seiner Heimatstadt Spalt. Und das war 1518 auf dem Weg zum Reichstag nach Augsburg. Man muss sich das so vorstellen, der Friedrich der Weise, das war der mächtigste Mann außer dem Kaiser im ganzen Reich, der war der Ziehvater und der väterliche Freund von Spaladin. Der hat ihn unterstützt in jeder Beziehung. Die sind gemeinsam in der Kutsche hingerumpelt nach Augsburg. Und da sagt der Friedrich der Weise, du Spaladin, du wohnst doch oder du bist doch hier gleich aus der Gegend. Da könnte man einen Umweg machen. Durch Spalt kommt man normalerweise nicht, weil da keine Durchgangsstraßen gibt. Da hat er einen Umweg gemacht von der jetzigen B2, vielleicht eine Stunde Umweg. Und dann sind sie hier in die Kirche. Diese Kirche ist x-mal umgebaut. Es ist ein Konglomerat aus allen Stilarten. Es war mal eine romanische Kirche mit Querschiffen und Langschiff und mit einer Krypta unten. Aber jetzt ist es mehr oder weniger ein Rest von vielen Stilarten. Jedenfalls hat der Friedrich der Weise, der war ja sehr interessiert an Reliquien, und er hat gesagt, was habt ihr denn so, ihr Spalter, was habt ihr denn so? Und er hat gesagt, ja, wir hätten einen Silberling von den 13 Silberlingen. Zeigt er mal. Dann hat der Friedrich der Weise gesagt, ha, das ist eine Fälschung. Ich habe einen echten. Das war auch eine Fälschung. Ne? Und dann hat er versprochen, aus seinem großen Schatz kriegt er was, weil er so wenig hat. Und dann, wie sie daheim waren, wieder in Wittenberg, in den reichen Sachsen, da hat der Kurfürst zum Spaladin gesagt, weißt du was, das würde doch besser passen, du stiftest es an deine Heimatstadt. Und dann hat er sich diese Madonna ausgesucht, die steht auf dem Mond, und da steht auch drauf, 1519, steht auf Lateinisch, Spaladin widmet diese Madonna seiner Heimatstadt und Maria zum Wohle. Wunderbare alte Figur, das Kind ist ein bisschen lustig, es ist also ein sogenanntes Lümmelkind, ein Jesuskind, es kratzt sich hier am Fuß, also eine ganz wunderbare Figur. Und jahrhundertelang war das eine Gnadenmadonna hier. Da sind die Leute gekommen und haben sich Hilfe von dieser Madonna aus erbeten, und auch heute wird die noch hoch geachtet. Also, ich möchte euch unbedingt noch das Spalterwappen zeigen. Warum? Weil sicherlich das Spalterwappen das einzige Stadtwappen ist, das einen Witz ausdrückt. Und zwar sieht man hier, das ist von 1538 schon und ist auf jedem Bierdeckel und auf jeder Fahne des berühmten Spalterbiers. Da ist übrigens das Spalterbier zu Hause, da ist die Brauerei. Also folgendes, hier sehen Sie einen Bauern, der läuft. Und hier sehen Sie einen Baum, der hat einen Spalt, und im Spalt steckt ein Wolf. Folgende Geschichte, ein Bauer war da draußen Richtung Hagsbrunn auf seinem Feld, und wie er heimgeht, wird er plötzlich verfolgt von einem Wolf. Und der war sehr schlau und hat gemerkt, dass der Wolf zum Sprung ansetzt. Und dann lässt sich dieser schlaue Bauer fallen und der Wolf springt in die Luft und landet im Spalt, in der Spalte eines Baumes. Ist schon an sich ein Witz, denn das kann man sich kaum vorstellen. Aber der Bauer dann war ganz stolz, ne, dass er das gemacht hat, und ging sofort in eines der 30 Wirtshäuser, die es damals gegeben hat, und hat zu den Leuten gesagt, stellt euch vor, was mir passiert ist. Ich, verfolgt von einem Wolf, lege mich da kurz nach Hagsbrunn auf den Boden, und der Wolf in die Spalte fest drin ist. Jetzt kann ich kommen, unversehrt. Dann haben sie gesagt, da ist doch überhaupt kein Baum dort. Gesagt, ja, was wollt ihr denn von mir? Das war mir doch völlig egal, ob da ein Baum ist, in meiner Situation. Ja, Spalt war schon seit 1350 etwa Stadt, man weiß es nicht ganz genau. Es hatte nämlich einen geschlossenen Mauerring und zwei Tore. In eines konnte man reinfahren, in anderes wieder rausfahren. Das ist das obere Tor, da ist der Spalter den oft rausgegangen.
um nach Kaltensteinberg zur Wallfahrt mit seinem Vater zu gehen. Der hat dort gepredigt oder die Messe gehalten. Und es ist heute ein wunderbarer Turm des Heimatvereins mit Handwerkerstuben. Das kann man wirklich herrlich besichtigen. Aber wir gehen jetzt zum Abschluss. Ja, Spalt ist unprätentiös. Da hat es nicht einfach irgendwas wie in Disneyland gemacht, sondern man hat einfach das gelassen, wie es war. Und hier, wenn man aus dem Turm rausging, aus dem Tor rausging, war es gefährlich. Und wenn man besonders Angst hatte, da hat man nämlich keine Versicherung gehabt, dann hat man hier ein Vaterunser gebetet, zwei Vaterunser gebetet, manchmal neun Vaterunser gebetet. Und damit haben sie gemeint, sie sind besser geschützt. Vielleicht waren sie es auch. Also, mein erster Wunsch ist Ausdauer in den Beschränkungen, die uns diese furchtbare Krise auferlegt. Mein zweiter Wunsch ist Beständigkeit. Mein dritter Wunsch ist gesund werden und gesund sein innerhalb der Krise. Und zwar beziehe ich das auf das Gesundsein in physischer und in psychischer Art, dass wir gut herauskommen. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Auf Wiedersehen in Spalt. Es lohnt sich, hierher zu kommen.